Hey Leute, willkommen, hier ist Andi und Bella und wir haben einen kleinen Einkaufsvlog für euch, den werdet ihr gleich sehen. Wir müssen nur sagen, der ist schon 3 Monate alt oder sowas, wir haben irgendwie voll vergessen, den sozusagen zu schneiden und jetzt sind ein paar Sachen nicht mehr up to date, deswegen seht ihr uns am Ende auch nochmal wieder, vor allen Dingen, weil wir haben auch vergessen, eigentlich so einen Schluss, so einen Tschüss oder sowas aufzunehmen. Ich weiß nicht, was da los war, aber auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit dem Vlog. Das Brody! Go. Hallo, hier ist Andi und hier ist Bella. Hi. Und wir sind unterwegs und ich will mir ein paar My Little Pony Comics holen und will mal zeigen, wo mein Local Comic Store ist, bei dem ich das so mir immer bestelle. Einfach so Spaß und Bella will in irgendeine Bibliothek rein. Ja, bis dann. Jetzt sind wir auf Sendung. Ja. Hi, ja, Andi. Bahnhof Möckernbrücke Richtung Cottbusser Tor, wo mein Comicladen, mein Comic Dealer des Vertrauens ist. Und bei der zentralen Landesbibliothek vorbei, in die du musst, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau. Ach ja. Genau, man kann das Ding ja auch drehen. Haha, Hallöchen. So, jetzt. Ja, ich muss zur Bücherei. Ich muss mal Bücher abgeben und will auch noch mal gucken, ob ich was finde, was ich mitnehmen kann wieder. Hilfe, ich muss hier weg, ich werde. Live-Ermordung. Hilfe. Wir verfolgen ihn, jetzt verfolgen wir ihn. Ich stehe auf dem Kopf. Nein, ich stehe nicht auf dem Kopf, ist ja cool, aber die Welt steht auf dem Kopf. Nee, auch nicht. Okay, gut, wir können die Perspektive drehen. Wir stehen nicht auf dem Kopf. Oh, Andi, was macht der da? Mal gucken. Ich bin der König der U-Bahn. Der König der U-Bahn, okay. Der UK. Andy of the Underground. Andy of the Underground. Yo. Yo, Mann. Tja, wir haben noch 1 Minute zu warten. Ja, dann gehen wir wollen mal. Dann gehen wir nach vorne besser. Wir wollen mal sehen. Wir müssen nämlich vorne steigen. Wir müssen mal vorne reinsteigen. Ja, wir wollen mal sehen, wie die U-Bahn da kommt. Also Fenster, dann kannst du auch. So, wir sind angekommen. Ja. Beim Cottbusser Tor, beim größten Edelviertel Berlin. Hier ist alles Gold. Die Straßen sind aus Gold, die Menschen sind aus Gold. Hier. Genau, ganz genau. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Wir sind jetzt hier unten unter der U-Bahn. Tja, ja, wie man sieht, es ist halt nicht wirklich. Momentan sieht es gar nicht so faszinierend oder schrecklich aus, wie es eigentlich manchmal ist. Und die Gestalten, die rumlaufen, sind auch einigermaßen normal. Ja. Man muss warten, bis es ein bisschen Abend wird, dann wird es hier ein bisschen gruseliger. Ja. Es laufen auf einmal Leute um, die sich hier irgendwie die Kabinen warm machen und so weiter. Ich finde, das Graffiti ist schon sehr viel hier an den Häusern. Der Polizeiwagen stand da auch, steht auch nicht zum ohne Grund. Ja, du musst es sehr langsam drehen für das. Ja. Wenn du dich drehst, dann machst du immer so. Gehen wir mal irgendwo hoch. Die schönen Straßen, die gepflegten Straßen mit den Straßenfegern, die wir hier sehen, die am Arbeiten sind, ganz fleißig. Ja, genau. Jetzt geht's mal auf zum Comicladen. Okay. Gut, dann gehen wir mal. Ein bisschen moderne Kunst. Die sieht cool aus. Ja. So mag ich Häuser gern. Okay, ein Teil des, der Kunst sieht auch dreckig aus unten. Aber oben dieser Astronaut ist cool. Ja. Na, dann gehen wir mal weiter. Also ich habe den Ersatzakku noch dabei, der hält eine halbe Stunde, das heißt, ich kriege auf jeden Fall alles drauf, das ist kein Problem. Okay. Oh, guck mal, ein paar hübsche Postkarten. Postkarten, oh, ja, was haben wir denn hier? Ein Laster.
Euer Kapitalismus kotzt mich an. Also ein sehr linker Laden. Der ist richtig link, der Laden, finde ich. Only my cat understands me. Ja. Start the day with a smile. It irritates people. Ja, stimmt. Das ist gut. Das ist gut. Oder hier, Queen of fucking everything. Make yourself at home. Clean my kitchen. Oh. Das ist ja cool. Jesus is coming. Look busy. Busy, okay. I want to be a Shiro. Kannst du den jetzt kapieren? A Shiro. A She-Hero. Shiro. Ach so, statt Hero, Shiro. Ja, Shiro, ja. Weiblicher Held. Okay. Ja. Ah, okay. Guck mal weiter. So ein Gummiladen. Ja, hier ist ordentlich der Straße nicht mal gesagt. Ja. Ja. Hey, guck, dann fallen wir mit Schokoladen, das kann ich schon gut besuchen. Ja. Und dann gibt es hier noch, warte mal, einen Hanfladen, wie ihr seht. Also für die Leute, die nicht nur einen durchziehen, sondern sich auch klein wollen mit dem Zeug oder Süßigkeiten futtern oder sowas. Alles aus Hanf. Ist auch entsprechend teuer, muss man sagen. Ja, Handschuhe. Warte, was steht da? Kampfparade 2016, Legalisierung in der Luft. Ich glaube, bis das legalisiert wird, ich glaube, es wird tatsächlich irgendwann mal legalisiert. Aber ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile. Das sein, ja. Ja, okay, auf jeden Fall steht da oben auch Modern Graphics. Ja. So heißt der Laden. Gehen wir mal rein. Gehen wir voran und wir folgen einfach hier auf. Ja, da ist kein Problem. Wir warten schnell. So eine kleine Sadness dann. Nee, Sadness ist nicht dabei. Was? Wieso denn das nicht? Die ist wahrscheinlich schon verkauft worden. Ja. So was Blödes, aber zumindest aber Joy ist da. Die sind Vorstadt, die sind. Boah, 23 Euro für die kleine Kuppel. Ja. Ja. So, hier ist die Ausbeute. Das Heft habe ich heute geholt aus dem Abo. Das sieht schon mal sehr lustig aus. Die arme Rainbow Dash muss mal wieder herhalten, um mit Fettläpfchen zu treten oder so. Dann haben wir die durchgeknallte Pinkie Pie, das ist auch immer gut. Ja. Und dann haben wir noch die Cutie Mark Crusaders im offiziellen Comic jetzt auch mit Cutie Marks. Yay! Yay. Ja, und das cool. Werde ich mir dann irgendwann demnächst durchlesen. Und zwar, da freue ich mich schon drauf. Gut. Dann gehen wir mal zu deiner Zentralbibliothek, würde ich sagen. Ja. No. Ja, wir sind jetzt. Hier, wo sind wir? Wir sind bei der amerikanischen Gedenkbibliothek, also ZRB. Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Ja, wir sind hier in der Zentralen Landesbibliothek und Bella kennt sich mit Comics nicht so aus und weiß nicht so ganz, was sie sich da holen soll, aber sie würde mal eins ausprobieren wollen oder zwei oder drei. Ich mag halt Fantasy gerne und schöne Zeichenstile bei Comics. Also viele haben halt so einen Zeichenstil, den ich nicht mag, wobei ich denke, wenn die Geschichte gefällt, dann kann mich das auch überzeugen. Aber ich muss erstmal was finden. Ja, liebe Freunde von Das Brownie, ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet ein bisschen und einfach in den Kommentaren schreibt, welche Comics gut sind, die vielleicht weiß der eine oder andere was mit Fantasy oder Zauberei oder Magie, das mag ich sehr gerne persönlich. Harry Potter liebt sie auch. Genau, ich bin voll der Harry Potter Fan, also alles was so in die Richtung geht, Magie und sowas.
Das würde mir sehr helfen, wenn ihr mir da ein, zwei Tipps als Kommentar schreibt, ja. Ja, also so Comicform und Mangaform oder Anime vielleicht. Genau, Anime mag ich auch. Ja, Mangas auch. Oh. Jo Leute, das war's. Das war unser kleiner Einkaufsvlog. Es ist übrigens auch so, dass das erstens ein kleines Testvideo war, weil ich habe mit der Legria gefilmt. Das war spaßig. Du hast selber gefilmt zum großen Teil. Genau, genau. Und das habe ich halt ausprobiert. Das war irgendwie spaßig. Hm. Und ich habe auch an dem Video selber geschnitten. Ich lerne nämlich gerade Videoschnitt von Andi. Und jo. Ja, ein bisschen was habe ich mitgeholfen an ein paar Stellen. Genau. Aber ist auf jeden Fall schon ganz gut. Du bist schon ganz gut dabei. Ja, weil ein Schüler kann ohne einen Lehrer nicht so wirklich was hinkriegen, aber... Okay, auf jeden Fall muss ich sagen, es hat sich was geändert. Und zwar ist es nicht mehr aktuell, dass ich jetzt zu diesem Comicladen gehe, weil da habe ich mein Abo habe ich abbestellt. Ich interessiere mich nicht mehr so sehr für die Comics. Die ich jetzt lese, lese ich online. Und das hat sich also... Das ist nicht mehr up-to-date. Genau, ich bin aber nach wie vor interessiert an Comics. Das heißt also, Leute, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Fantasy-Comics, Magical Girls-Comics, Mangas oder was auch immer, schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil ich meine, die Sailor Moon-Mangas habe ich zum Beispiel gelesen und Asterix-Comics, aber sonst irgendwie nichts. Ich habe keine Ahnung, was wirklich gut ist irgendwie. Ja. Und ich will aber mal da mal was ausprobieren, mal reinschnuppern. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt es mal rein, bitte. Kommentare, in die Kommentare reinschreiben. Genau, das wäre ganz toll. Ja, ich kann super. Ich kann dann auch mal sagen, wenn ich mal ein Video gemacht habe, dann danach, was ich denn überhaupt jetzt lese, kann ich euch dann sagen. Ja, okay, also das war's soweit. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, ja. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.